Hallo, das Fräulein Luna Rottig hatte vor einiger Zeit angefragt, ob ich nicht mal ein Video übers Video machen könnte, sozusagen als Ermutigung für alle, die da draußen sind und sich vielleicht noch nicht getraut haben, weil sie dachten, man braucht Wunder, wer weiß was, um hier auf YouTube seine Videos hochzuladen. Und ich glaube, ich bin das Paradebeispiel dafür, um zu zeigen, dass man halt aus einer Kamera, einer ziemlich simplen sogar, nicht wirklich viel braucht, um sich hier hinzusetzen und eine Menge Mist zu erzählen. Ne? Ich zeige euch als erstes mal mein Setup. Jo, und das ist das ganze Setup. Ihr seht hier meine kleine Knipse. Das ist eine Sony Cybershot DSC-W270. Ich packe euch den Typ auch nochmal unten in die Infobox. Vor 2 Jahren günstig gebraucht auf eBay geschossen für, ich glaube, irgendwas um die 90 Euro. Ein Fenster mit, naja, so halbwegs Tageslicht. Wir haben ja mittlerweile Herbst und ansonsten kein Stativ, kein nix, sondern wie gesagt, Le Knipse steht einfach auf Le Heizkörper. Praktischerweise die perfekte Höhe gerade für mich jetzt zum Filmen und ansonsten kein weiteres Licht, kein Schnick, Schnack, Schnuck, das ist mein Setup. So, und wie ihr gerade gesehen habt, also die technische Ausstattung ist ja schon alles andere als großartig und genauso dilettantisch geht es sozusagen auch weiter, was mein Schnittprogramm anbelangt. Und zwar gibt es von Sony vom Haus aus gleich mitgeliefert, wenn man diese Kamera bekommt, ein Programm, das heißt, glaube ich, PMB oder so ähnlich. Und ich gehe davon aus, dass jede Digitalkamera mit irgendeiner Art von Mini-Bearbeitungsprogramm kommt. Das ist beileibe kein Schnittprogramm, das ist nicht fancy. Also ich glaube, das Ding kann irgendwie Fotos zuschneiden, man kann Videos kürzen, aber wenn ich recht entsinne, kann man wirklich nichts anderes großartig damit machen. Ich arbeite dann ansonsten halt viel mit dem YouTube-Editor, sprich wenn ich Sachen hochlade, zum Beispiel bei meinem Monat in Nacke, diese kleinen Zwischensequenzen, das sind halt wirklich einfach immer kleine einzelne Videoschnipsel. Also nur mal zur Anmerkung, ne, es ist eins meiner am wenigsten gesehenen Videos, das aber am meisten Arbeit macht und ich mache sie trotzdem gerne für euch und für mich. Aber wie gesagt, also es sind halt alles kleine Schnipsel. Und dann kann man eben entsprechend Musik runterpacken. Mittlerweile haben die ja auch bei YouTube irgendwie diverse fancy Funktionen irgendwie eingebaut. Man kann jetzt Fotos mit dazwischen mischen. Das ging nämlich früher auch nicht. Da musste immer alles sozusagen als Video sein. Deswegen habe ich eine Zeit lang dann auch mit dem Movie Maker von Windows gearbeitet. Finde ich aber auch nicht so toll. Bei dem ist vor allem das Problem, dass der die Qualität, also entweder bin ich zu dämlich und man kann es nicht umstellen, oder er bricht halt die Qualität auf maximal 480 runter. Das heißt, wenn ihr also vorher mit HD aufgenommen habt, mit 720 oder 1000 irgendwas, was auch immer da jetzt irgendwie High Definition oder Super HD ist, das wird halt sozusagen minimiert. Finde ich bei Laber-Videos jetzt nicht so schlimm. Bei Videos, wo es großartig um Swatches und Farben und so weiter geht, finde ich HD schon mal irgendwie ganz cool. Dabei die Frage, guckt ihr überhaupt in HD oder sagt ihr, ach, 480 reichen vollkommen, weil dann braucht man sich ja auch nicht mit diesen riesen Datenpaketen rumzuärgern, weil so 720 hochzuladen, also wenn die Dinger HD haben, wird ja dann auch die Dateigröße immer größer und dann irgendwie Mega, Giga, whatever Byte dann durch die Internetleitung zu quetschen, ist ja auch nicht ohne. Das kann dann ganz schön lange dauern. So, ja, also wie gesagt, kein Schnittprogramm. Ansonsten ist euch sicherlich schon aufgefallen bei meinen Videos, dass ich in der Regel, so wie auch gerade, konsequent einfach durchlabe, ohne da großartig zu schneiden. Manchmal denke ich mir, es wäre irgendwie günstiger. Ich hätte ein paar Sachen rausgeschnitten, aber man soll ja auch so sein, wie man ist, sich so geben, wie man ist. Und wenn ich in Natura Mist quatsche, dann mit Verlaub wird das halt auch in meinen Videos irgendwie durchscheinen. Man sollte sich da vielleicht ja einfach so geben, wie man ist, beziehungsweise nicht anders darstellen wollen, weil ich glaube, die Leute merken auch, dass das dann halt irgendwie gestellt ist. Und zugegebenermaßen habe ich echt auch keine Lust, alle 2 Minuten irgendwo einen Schnitt reinzuhauen, weil ich gerade wieder ein bisschen Nonsens gelabert habe. So bin ich halt, ne? Und dann ist auch der Crash nicht so groß, wenn man mich mal in Natura trifft und dann denkt, what? Also im Video ist die aber ganz anders. Ja, also ich denke mal, dass ich im Video ungefähr so bin, wie ich in Natura bin, wenn man mich kennt.
also Fremden gegenüber. Josi weiß das vielleicht noch. Wir haben uns ja mal kurz kennengelernt auf der Make-up-Show letztes Jahr. Bin ich eher etwas zurückhaltend. Ja. Aber das war überhaupt gar nicht das Thema. Ne? Schon wieder 5 Minuten, die wir hätten rausschneiden können, die lasse ich aber drin. Weil, wie gesagt, ich bin sofort zum Schneiden. So, was wollte sie denn noch wissen, die gute Bella? Ob ich vor euch aufräume? Nö, tue ich nicht. Also das, was ihr da hinten so seht, ist eigentlich meine Standardaufmachung meiner Putze. Also ich räume jetzt nicht großartig rum. Also es sei denn, da hinten steht dann irgendwie so ein utopischer Berg von irgendwelchem Schnüdelkram auf dem Tisch rum. Aber ich räume generell eigentlich ziemlich viel auf. Von daher, nein, extra für euch wird nicht aufgeräumt. So, ja, Ausstattung, Schnittprogramm, nicht aufräumen. Was müsst ihr noch wissen? Mehr fällt mir spontan eigentlich nicht ein. Außer, dass man sich dann schlicht und ergreifend hier hinsetzt, vor, wie gesagt, vorzugsweise ein Fenster mit Tageslicht, was immer ganz schön ist. Ich habe irgendwo noch eine Bürolampe, also so eine Schreibtischlampe rumdünkeln mit Tageslicht. Die kommt dann vielleicht im Winter mal wieder zum Einsatz, so ich sie dann noch finde. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wo ich sie hingestopft habe im Frühjahr. Das ist das Einzige. Und ansonsten, achso, ab und an seht ihr ein Küchenvideo von mir. Das mache ich dann, wenn irgendwie es nachtens ist und ich wieder nicht weiß, wo meine Tageslampe steht und ich ein bisschen vernünftige Beleuchtung brauche. Dann wandere ich, wie gesagt, in die Küche und stelle mich da einfach hin. Aber ansonsten, ja, ist es, wie ihr seht, eigentlich relativ simpel. Ihr braucht also schlicht und ergreifend nur eine Knipse, die es, wie gesagt, auch gebraucht und günstig auf eBay gibt, wenn ihr irgendwie nichts neu kaufen wollt. Wie gesagt, vorzugsweise ein Fenster, irgendwas, wo ihr euch bequem hinsetzen könnt und dann einfach drauf losschnaddelt. Ne? Schnittprogramme, wie gesagt, kommen mit den Kameras mittlerweile, glaube ich, mit. Ansonsten kann man mit dem Movie Maker arbeiten. Mit dem YouTube Editor habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel. Also klar, da fügt man dann halt die Videos zusammen und wartet dann 3 Stunden darauf, dass sie irgendwann mal freigeschaltet werden. Aber ich habe jetzt noch nicht großartig versucht, damit Videos einzukürzen. Das finde ich geht mit meinem Software-Teilchen von der Sony irgendwie besser. Aber ansonsten, finde ich, gibt es da gar nicht großartig mehr zu beachten. Also vielleicht habt ihr ja einen super Tipp, zum Beispiel was kostenfreie Schnittprogramme, die man sich irgendwo runterladen kann, legal runterladen kann. Sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ja, vielleicht habt ihr da ja irgendwelche Tipps oder Sachen, mit denen ihr ansonsten noch arbeitet, irgendwelche Software, die euch da ja, Hilfestellungen gibt sozusagen. Und ansonsten würde ich sagen, es ist alles gar nicht so schlimm und so dramatisch, wie es immer aussieht. Probiert es doch einfach mal aus und falls ihr das machen solltet, es gibt ja mittlerweile leider das Videoantwortengedöns nicht mehr, schickt mir doch einfach eine freundliche PM auf YouTube und sagt, hallo, möchtest du dir vielleicht mal meine Videos angucken? Das würde ich dann nämlich gerne tun. Ja, ich vermute mal, dieses Video war jetzt nicht besonders hilfreich, aber vielleicht ein bisschen unterhaltsam für euch und dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!